Das Nelly-Sachs-Haus ist das zweitgrößte Elternheim in der Bundesrepublik Deutschland, also eine vollstationäre Einrichtung der Altenhilfe, wie man eben politisch korrekt sagen würde, oder eine Altenpflegeeinrichtung mit Betreuung. Wir haben 110 Plätze, 6 Kurzzeitpflegeplätze, 104 vollstationäre Plätze, und wir pflegen und betreuen Gemeindemitglieder und versuchen, ein Maximum an jüdischem Leben zu bieten. Das Nelly-Sachs-Haus ist mein Zuhause. Das Nelly-Sachs-Haus ist für mich total wichtig, weil wir hier ein lebendiger Teil der jüdischen Gemeinde sind. Wir haben 110 Bewohnerinnen und Bewohner, die eben unsere Gemeinde mit aufgebaut haben. Aus vielerlei Gründen können sie jetzt nicht mehr in die Gemeinde. Also versuchen wir, und das eben auch sehr, sehr, sehr unterstützt von Vorstand und Gemeinderat, versuchen wir maximal, dass Gemeindeleben hier stattfinden kann. Die Berührungspunkte zwischen der Gemeinde und dem Nelly sind auf der Tatsache, dass natürlich erstmal Menschen aus der Gemeinde, teilweise auch Menschen, die für die Gemeinde sehr wichtig waren, viele tragende Positionen hatten im Laufe der vielen Jahre in der Gemeinde, hier ihr Lebensabend verbringen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass das Nelly insgesamt auch für sämtliche Feiertage der ganzen Gemeinde offen steht und immer wieder regelmäßig einlädt. Ich kann mich an so schöne Feierlichkeiten hier erinnern, die geführt wurden, die gezeigt haben, wie stark eben das Nelly in der Gemeinde eingebettet ist. Aber nicht nur das, sondern auch wie stark sozusagen das Nelly für die Gemeinde aktiv ist und die Dinge, die für die Gemeinde wichtig sind, eben Feiertage, Feierlichkeiten, in wunderbarer Form in diesen Räumlichkeiten umsetzt. Hier fühlten wir uns sehr wohl. Wir waren gut aufgenommen. Wir haben die Menschen verstanden und Menschen haben allmählich unverstanden. Am Nelly ist besonders schön für mich diese netten Mitarbeiter. Das ist also sehr positiv. Vor allen Dingen auch die Veranstaltungen finde ich sehr schön. Und hier werde ich rundum betreut und kann raus in den Park. Das ist also wunderbar. Also der soziale Dienst kümmert sich im Wesentlichen um alle Belange, die nicht mit Pflege zu tun haben. Also alles andere, was nicht mit Pflege zu tun hat, sind wir für die Leute da. Das heißt, von der Beschäftigung angefangen, über deren Hobbygestaltung, über deren Probleme, über deren funktionellen Störungen im Bereich der Bewegung, also was Hilfsmittel angeht und dergleichen, sind wir für diese Menschen da. Wir machen sehr viele Gesprächskreise, wir machen Kriseninterventionen mit Bewohnern. Wir machen aber auch im zweisprachigen Bereich sehr viele aktuelle Themen. Im Alltag ist es halt schon so, dass ich in erster Linie für die Sorgen der Bewohner da bin, aber halt natürlich auch der Sorgen der Mitarbeiter, wenn halt was nicht rund läuft, dass wir halt einfach gucken, dass wir die Abläufe der Pflege verbessern im Sinne der Bewohner, Bewohnerinnen und die Arbeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erleichtern. Ja, ich bin halt sehr gerne hier, sonst wäre ich nicht im 6. Jahr hier. Und es macht halt einfach Spaß zu sehen, was man dann halt auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bewirken kann, sei es durch ein Lächeln oder so, was das halt ausmacht. Und es ist schön, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und sieht, dass die Bewohner und Bewohnerinnen sich freuen, dass man wieder da ist. Und ja, es ist ein schönes Gefühl. Die Maimonides GmbH ausgegründet worden. Und die Aufgabe der Maimonides GmbH ist, dass sie das Nelly-Sachs-Haus betreibt. Das heißt, die Immobilie gehört weiterhin der Gemeinde,
Aber das Leben, der Betrieb, die Versorgung, die Mitarbeiter, alles das ist Bestandteil der Maimonides GmbH. Somit ist die Zukunft des Nellys, ist letztendlich die Gegenwart, die wir heute haben. Das Nelly bleibt das Nelly. Aber die Maimonides GmbH plant das jüdische Quartier. Das hier ist eine Ansicht des geplanten jüdischen Quartieres. Das hier ist die Bestandsimmobilie Nelly Sachs Haus. Hier vorne ist das Modul Chatikva und hier vorne an der Stockholmer Kirchstraße das Modul Beyachat mit den Servicewohnungen und Modul Chatikva ist der Bereich mit voll- und teilstationärem pflegerischen Angebot. Die Konzeption für das betreute Wohnen im Modul Beyachat sieht vor, dass wir einen ambulanten Pflegedienst haben werden, der dann für die Menschen, die dort leben, die gewünschten ambulanten Leistungen auch erbringt. Damit wir nicht erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung den ambulanten Pflegedienst ausgründen müssen, haben wir heute schon im Rahmen eines Gesamtversorgungsvertrages einen ambulanten Pflegedienst ausgegründet. Das heißt, wir können heute schon in einem Radius 1,5 Kilometer um das Nelly Sachs Haus herum ambulante Leistungen erbringen. Das soll auch Öffnung ins Quartier Stockholm sein. Und wir wollen durch das Projekt Miteinander und nicht allein die soziale Teilhabe von älteren Menschen verbessern, die hier in der Nachbarschaft vom Haus leben, die vielleicht alleine leben, die sich alleine fühlen. Wir wollen diesen Menschen Angebote machen, die sie mit anderen Senioren, auch mit Bewohnern aus dem Haus zusammen machen können. Zum Beispiel zusammen was spielen, zusammen Kaffee trinken, zu Konzerten kommen, die hier im Haus stattfinden. Und wir wollen durch diese Angebote halt Alterseinsamkeit vermeiden. Das Besondere am Nelly ist das Miteinander zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern und den Mitarbeitern. Insbesondere in der Corona-Zeit war das deutlich, deutlich spürbar. Wir haben ja relativ schnell zu Beginn, noch vor der richtig großen ersten Welle, haben wir ja eine Woche vor allen anderen hier alles zugemacht und haben letztes Jahr vom 9. März bis zum 10. Mai, konnte ja keiner rein. Mein Empfinden und auch so wie ich das gehört habe von den Heimbewohnern, war einfach alles gut, weil wir ein sehr enges Miteinander pflegen, ein familiäres Miteinander. Das Nelly zeigt, wie konsequent die Gemeinde über die vielen Jahre ihre Aspekte aufgebaut hat. Das Nelly ist eine Einrichtung, die wir oder die unsere Vorväter damals eingerichtet haben, um tatsächlich auch ältere Mitglieder weiterhin betreuen zu können, sie weiterhin unter uns zu haben und ihnen einen schönen Lebensabend zu geben. Und das ist in unserem Konzept einer familiären Betreuung der Gemeindemitglieder unerhört wichtig und in gewisser Weise auch damals schon zukunftsweisend gewesen. Denn dann folgten automatisch auch entsprechend Kindergarten, Grundschule, mittlerweile auch Gymnasium, eben die komplette Betreuung der Familie. Aber das fängt eben beim Elternheim an.